So, ich schaue mir heute an, die Senioren. Die Senioren sind echt lustig, machen lustige Videos. Sie spielen heute als Senioren Cello Bello. Schauen wir uns mal das Video an, was die da so machen, was die da so für eine Challenge haben. Jetzt muss ich nur auf Start drücken. Das ist popelig. Wenn die aufgeht, dann gehst du unter. Ha, Megaspruch. Ui, was habt ihr denn da aufgebaut? Ja, Yellow Bello. So, das sind Jelly Beans, Yellow Beans. Die leiste ich mir manchmal, die gibt's im KDW. Die schmecken ganz gut, gibt's verschiedene Geschmacksrichtungen. Bienenwuselt, habe ich noch nie gesehen. Achtung, contains Wildflowers, wilde Blumen. Ach, ist ja ein Spiel, ja? Und was ist das hier? Ich ahne, ich ahne. Also man dreht, nehme ich an, und da, wo es stehen bleibt, die muss man essen. Genau. Ja, aber ich würde nicht alle essen. Ein Geschmack ist gut und einer ist schlecht. Ach, das ist ja immerhin. Gespannt, ob sie am Ende auch noch lacht. Es gibt doch nichts umsonst im Leben. Wir wollen jetzt spielen, wer am meisten Runden übersteht. Aha. Runde 1, ich drehe jetzt, ja? Hey. Das ist hier der Pfeil, wo der Pfeil ist. Das ist Peach, Pfirsich. Faule Eier oder? Wäh, faule Eier, pfui, Teufel. Kann doch wohl nicht wahr sein. Grün. Ach nee, die Grünen will ich nicht. Wenn da was sowas drin ist, die esse ich nicht, die Grünen. Nein, ich probiere es gar nicht erst. Ist es so was Helles hier? Ist da was drin? Wenn die aufgeht, weil mir das nicht schmeckt, dann gehst du unter. Die Oma ist cool mit dem Spruch. Echt cooler Spruch von der Oma. Pfirsich oder Erbrochenes? Weil das ist auch eklig, wirklich. Wer isst denn bitte Erbrochenes? Hier schmeckt jetzt noch gar nichts. Das ist Pfirsich. Das schmeckt ganz gut. Ja, ich hätte das Grüne auch gegessen. Ich hab's. Schmeckt gut? Jawohl. Ich kenn's anders. Die faulen Eier. Vielleicht hätte man ein Glas Wasser hier. Das wäre hier sehr angenehm. Pfui. Da hätte ich lieber das Popcorn. Das schmeckt ganz gut. Sehr gut. Dann darfst du nochmal drehen. Dann darf ich nochmal drehen. Runde 2. Du, du, du. Ah, wieder das Erbrochene. Pfui. Nasenpopel, wer isst Nasenpopel, bitte? Kokosnuss oder saure Milch, wa? Und was ist da drin? Das ist entweder Lakritze oder Stinktier-Spray. Ach du liebe Zeit. Und jetzt kommt der Test. Die Senioren sind ganz schön mutig. Das Spiel gefällt mir. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Also nach Stinktier schmeckt es nicht. Dann kannst du bloß noch als Lakritze sein. Wie weißt du, was ein Stinktier, wie dein Stinktier schmeckt? Runde 3. Toter Fisch, Scheiße. Und was ist das? Erdbeerbanane oder? Oder toter Fisch. Fisch esse ich ja nicht gerne. Wenn es ein bisschen Lachs oder Forelle, kann es ja auch sein. Schwarz.
Lakritz oder stinkt Spray? Ist ja wie russisches Roulette. Naja, sehr gefährliches Spiel. Ich habe noch kein Hundefutter gegessen. Es gibt ja Vorschmecker. Es gibt ja Leute, die schmecken tatsächlich nicht. Die testen nicht Hundefutter. Die essen Hundefutter. Wie das schmeckt. Ach so, wirklich? Solche Leute gibt es? Hundefutter-Tester. Bin ich jetzt auch. Ich lass mich von euch nicht reinlegen. Ihr wollt nur... Also ich mag Fisch gern. Lakritz. Ja, die Senioren, echt cool. Müsst ihr euch ein paar Videos anschauen? Igitt. Oh no. Mag ich nicht. Mag ich nicht. Da läuft man nicht. Ja, das schmeckt aber gemein. Gibst du auf? Nee. Toter Fisch schon wieder gegessen. Habt ihr nicht was Schönes hier heute? Stück Schokolade oder sowas ähnliches? Runde 4. Nasenkugel oder Birnensaft? Lieber Birnensaft. Ja, das ist Pfirsich oder Erbrochenes. Jetzt hast du deine Schokolade oder Hundefutter. Also ihr habt da heute wirklich Sachen dabei, das gibt's ja überhaupt nicht. Was, Kokonuss oder alte Milch? Oh, alle Milch, da kriegst du aber auch, da haust du auch ab. Ich traue mich da nicht aufzubeißen. Ihr wartet, guck mal, wie die lauern. Wie die lauern. Ich werde euch. Da nochmal drauf. Jawohl. Evelyn hat ihn auch gegessen? Hm. Was hat die gemacht? Evelyn hatte Hundefutter. Ja? Am Ding. Toll, ihr müsst hier bleiben. Ja. Ich teste weiter. Mein schmeckt schokoladig. Schokolade. War eklig. Erbrochenes. Das ist Bubbel. Das ist bubbelig. Ich hab mich reingelegt. Aber jetzt muss ich, jetzt will ich aber nicht noch mehr. Jetzt, nee. Das war's jetzt. Ja, ich möchte es auch ausprobieren, aber so manch eines möchte ich wirklich nicht ausprobieren. Das Erbrochene brauche ich nicht unbedingt essen. Oder faule Eier schon gar nicht. Habe ich nochmal Kokonat. Oder was war das? Schlechte Milch, ja? Trink ja keine Milch. So, wirklich ein Spielchen. Na, etwas unscharf jetzt auf einmal, was los hier? Ich will euch doch die Senioren zeigen. Das ist anstrengend. Ich bin mal am Taschentuch der Fitteile. Es kommt der Schokoladengeschmack. Kein Hundefutter. So Leute, das war die Bienenbrusel-Challenge. Ja, echt lustig, echt wirklich lustig. Echt lustig. Ihr habt Spaß gemacht. Echt lustig, die Senioren. Ja, wenn es euch gefallen hat, die Senioren, auch bei mir, bitte gefällt mir. Lasst ein Like da. Schreibt einen Kommentar. Schaut euch die Senioren an. Echt wirklich lustiges. Echt wirklich. Aber das gebrochene Eier und das brauche ich nicht unbedingt. Na gut, dann bis dann. Gut, tschüss. Tschüss, bis bald.